Jack und Jill sind verheiratet und lieben einander. Jack glaubt immer wieder, Jill triebe es mit Tom, Dick oder Harry, aber er irrt sich. Jacks bester Freund ist John. Johns Frau verlässt John und Jack lädt John ein, bei ihm und Jill zu wohnen. Jill tröstet John und John vögelt Jill. Auf diese Weise entdeckt Jill, dass Jack seinem Freund John nicht trauen kann. Empört über Johns Verrat an Jack, sagt Jill zu Jack, er könne John nicht trauen, sagt aber nicht warum. Jack glaubt, Jill sei eifersüchtig auf ihn und John und nur darauf hinaus, ihre Freundschaft zu zerstören. Jack verlässt Jill. Jack und John gehen zusammen fort. Jack glaubt, Jill habe ein Verhältnis mit Tom, seinem besten Freund. Er vertraut sich Jane an, Jills bester Freundin, die seinen Verdacht bestätigt. Desgleichen Tom. Jill bestreitet alles. Jack kann ihr nicht mehr glauben. Er verlässt die Jill und die Kinder und zieht mit Jane zusammen. Jill zieht mit Tom zusammen. In Wirklichkeit waren nämlich Jane und Tom die heimlichen Liebenden. Aber das haben Jack und Jill nie erfahren. Jack, Dick und Tom sind die besten Freunde. Jill, Jane und Joan sind die besten Freundinnen. Jack und Jill verlieben sich ineinander, Dick und Jane verlieben sich ineinander, Jack und Joan verlieben sich ineinander, Tom verliebt sich in Joan, Joans Liebe zu Jack erlischt und entflammt für Tom. Jane verliebt sich in Tom, Toms Liebe zu Joan erlischt und entflammt für Jane. Jacks Liebe zu Joan erlischt und entflammt für Jane. Jane hat Jack, Dick und Tom, Joan bringt sich um. Janes Liebe zu Tom erlischt und entflammt erneut für Dick. Jacks Liebe zu Jane erlischt und entflammt erneut für Jill. Dick und Jill wissen nichts von Jack und Jane, Jack und Joan, Tom und Jane, Tom und Joan. Tom weiß nichts von Jack und Jane.